So Leute, hallo und herzlich willkommen zu LEGO 2K Drive, dem vielleicht interessantesten Racing-Game des Jahres, ohne Übertreibung. Meine Damen und Herren, das Spiel kommt am 19. Mai raus. Ich habe hier eine Vorab-Presseversion und wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen gezockt. Solltet ihr am Ende des Videos der Meinung sein, boah, Henno, das ist echt übergeil und glaubt mir, da, wir haben hier wirklich was Spezielles, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Und checkt den Link aus, da könnt ihr das Ganze vorbestellen. Das ganz Besondere an diesem Spiel ist, dass man auf der einen Seite Open World hat. Man hat so ein bisschen bei den Rennen Elemente, die man aus so Kart Racing Games kennt. Das heißt, da gibt es eine Rakete zum Ballern und Netze, die man dahin ballert und was weiß ich. Und das ist das Beste, man baut seine eigene Karre komplett, wie man will. Also Lego ist hier wirklich Lego, wenn ihr versteht, was ich meine. Dazu eine echt geile Story, wie man es von den Lego-Spielen kennt. Es ist witzig, es holt einen ab. Und ja, nebenbei ist auch eine gute Einführung. Ich habe das Ganze schon gezockt. Ich habe mir gedacht, ich hole euch lieber mal ab, so auf meine Art und Weise. Ja, und hier im Hauptmenü sieht man schon, es gibt eine Werkstatt. Da kann man seine eigenen Fahrzeuge bauen, beziehungsweise auch verwalten. Man kann natürlich ganz viele haben. Und es gibt auch einen Ingame-Shop. Der ist hier jetzt erstmal nur provisorisch dargestellt. Wir schauen einfach mal rein. Also es wird hier so eine Art Pass geben, ne? Drive Pass. Es wird irgendwas im Blickpunkt geben. Bundles täglich, wöchentlich und so weiter. Hier sieht man schon im Shop, da gibt es einige Karren und wahrscheinlich auch damit zusammenhängend bestimmte Steine, die man sich hier halt für Ingame-Währung kaufen kann. Die ergrindet man sich in der Open World. Ihr seht oben rechts, ich habe schon 3000 auf dem Tacho. Das geht recht zügig. Man kann sich hier Charaktere holen, bestimmte Autos oder Schiffe, etc. Gibt auch offizielle Lego-Produkte, die man wohl so dann auch kennt aus dem Laden. I don't know. Da nur angemerkt, ne, ist natürlich nicht Pay to Win. Diese ganzen Fahrzeuge hier haben alle ihre Vor- und Nachteile, wie auch die, die man selber baut. Dennoch muss ich hier ganz klar sagen, Lego 2K Drive ist ein Vollpreistitel. Und obendrauf gibt es dann noch diesen Shop an sich. Ich bin großer Fan von solchen Shops, solange es nicht Pay-to-Win-Faktoren drin enthalten sind, weil es einfach ein Spiel oft am Leben hält. Bei einem Vollpreistitel wäre es wahrscheinlich jetzt eher nichts für mich, dass ich hier jetzt natürlich noch zusätzlich Kohle in den Shop baller. Vielleicht irgendwann mal, wenn das Game echt langfristig etwas für mich ist. Und da sind wir genau am Punkt. Ich glaube, wir sind hier an was Großem dran. Pass auf, ich gehe mal mit euch ins Game. Werkstatt schauen wir uns später an. Ihr seht, es gibt Pokalserien, Rennen, Minispiele. Wir gehen mal in die Story. Story hat mich echt abgeholt. Hat diesen typischen Lego-Humor. Und normalerweise finde ich es nicht so geil, wenn Spiele witzig sein wollen. Aber Lego schafft es irgendwie immer. Ja, also, wie ist das Spiel denn jetzt aufgebaut? Am Rande natürlich gibt es ja auch ordentlich Multiplayer dann und auf die Fresse, ne? Ist ja klar. Wenn man hier auch einander rammt, dann zerbröseln die Karren und man muss gucken, dass man am Ende nicht nur auf seinem Unterbau fährt. Aber grundlegend ist es so, es ist, wie eben angesprochen, eine Open World. Und wir starten eigentlich in der Area Turbo Feld. Und ihr seht auch schon, hier gibt es noch andere Areas, die noch kommen. Und im Grunde ist die Story recht einfach auf den Punkt zu bringen. Ihr habt in diesem Bereich, hier bin ich noch lange nicht durch übrigens, ich habe hier nur reingeguckt, dann bin ich schon im nächsten. Ihr habt in den einzelnen Bereichen unterschiedliche Rivalen. Und diese Rivalen, stelle ich das ein bisschen vor wie bei Need for Speed Most Wanted, die müsst ihr nach und nach wegmachen. Und damit verdient ihr euch diese Fahnen hier oben. Und diese Fahnen sammelt ihr, um dann am ganz großen Rennen teilzunehmen. Dem Sky Cup heißt er, glaube ich. Um allerdings diese Rivalen herauszufordern, müssen wir vorab Rennen abschließen, damit wir uns das Anrecht, diese Rivalen herauszufordern, überhaupt verdienen. Und dafür brauchen wir Level. Ja, wir sind ja gerade Level 4, fast Level 5. Ich spiele übrigens mit Controller, ich zeige euch das nur ab und zu mit der Maus. Und Level erreicht man oder EP verdient man, indem man hier auf der Open World Missionen abschließt oder Challenges oder so zwischendurch Events. Also es gibt all möglichen Kram.
und immer auch mal wieder Werkstätte, von denen man schnell reisen kann. Ich stehe hier gerade vor einer Werkstatt. Moment, wo ist sie? Da. Und da können wir gleich mal reinluschern. Also, wir haben heute hier Fokus auf den Multiplayer und die Open World. Parallel wird es aber nächste Woche am Sonntag ein so geiles Hauptkanalvideo geben, wo auch ein bisschen das Bauen mehr im Fokus ist und es ein bisschen eskaliert. Ja, anyway, das nur auch am Rande. Wir schauen uns hier jetzt vor allem die Open World an und die Story und so weiter. Aber grundsätzlich zeige ich mal die Werkstatt. Ich hoffe, ich spoilere euch jetzt nicht, was ich für einen Hauptkanal gebaut habe. So. Gut. Also hier haben wir unsere Fahrzeuge, ja. Und ihr seht schon, die habe ich sicherlich nicht alle gebaut. Das kann ich nicht. Aber in den unterschiedlichen Reitern erkennt ihr auch, freigeschaltet. Also ich habe so ein Vorab-Presse-Kit. Ich glaube, deswegen habe ich zum Beispiel diese Lilan hier. Keine Ahnung. Aber wenn man Rivalen besiegt, kriegt man deren Karren. Das ist übel geil, finde ich, weil das erinnert mich auch voll an Need for Speed Most Wanted. Finde ich übel geil. Das heißt, das hier war zum Beispiel, wie hieß er? Ja, von Howers. Junge, der hatte ein Apparat. Habe ich ihm abgemopst, ja? Kann ich jetzt selber fahren, kann ich aber auch komplett umbauen. Also wir können beispielsweise mal auswählen, in die Werkstatt gehen und modifizieren. Und hier haben wir wirklich alles Mögliche an der Hand. Also, ich kann euch das mal zeigen. Es gibt Kategorien ganz oben. Da schaltet ihr durch. Ne, zum Beispiel Lego Technik hat eine eigene Kategorie. Oder das Fahrzeug an sich, so fahrzeugbezogene Sachen. Und dann gibt es darunter Unterkategorien. Das heißt, wenn wir hier in der Kategorie einfach sind, da sind so die typischen Lego-Steine zu sehen. Und da können wir dann noch durchschalten. Da haben wir echt einiges. Also, ich habe einen X-Wing gebaut. Das ging richtig gut. Als ein Beispiel, ja. Ihr habt hier wirklich, wie man das auch von Lego in echt kennt, das physische Lego, habt ihr jegliche kreative Freiheit. Und wenn euch das halt nicht reicht, ich skippe hier mal so ein bisschen durch, ihr seht, es ist eine Menge. Wenn euch das nicht reicht, wie gesagt, dann gibt es im Shop Sets, Fahrzeuge, die ihr euch durch Ingame-Währung, durch den Grind in der Open World besorgen könnt. Oder echt Geld verwendet. Ne, ich habe es vorhin angesprochen, geht auch in diesem Shop. Aber das sind alles keine Pay-to-Win Elemente, sondern ja, Customization. In der Natur der Customization eher angesiedelt. So, also wir können jetzt beispielsweise sagen, boah, ich finde, der braucht hinten nochmal, oder nee, vorne, der braucht mal einen richtig heftigen Motor. Das heißt, ich nehme mal hier dieses Teil und entferne es einfach. Ich kann noch mal ein bisschen ranzoomen. So, und das entferne ich auch mal. Man kann natürlich auch alles einfärben. Da geht echt einiges. So, jetzt habe ich hier eine kleine Fläche und mir schwebt was vor Augen. Mal gucken, ob das geht. Wie gesagt, Fokus auf Bauen eher beim Hauptkanalvideo. Aber ich zeige euch zumindest mal kleine Beispiele. Nee, da muss ich, glaube ich, erst einen Stein drunter setzen. Machen wir mal, den können wir auch direkt vor dem Setzen schon einfärben. Machen wir einfach mal einen weißen. So. Also jetzt mal ganz simpel, ne? So, und den. Haben wir jetzt einfach oben drauf. Kennt man ja, ne? Der ragt dann so aus dem... Junge, ist das bescheuert. Ja. Und jetzt könnten wir eine Testfahrt machen. So, jetzt habe ich auch einen Motor. Und dann geht's ab. So, und hier seht ihr das auch schon ein bisschen, ne? Also es ist jetzt nur eine Teststrecke, ist ganz cool. Zerstörbare Umgebung. Wenn man eine Umgebung zerstört, kann man seine Teile reparieren, also die Teile aus der zerstörten Umgebung werden dann verwendet, um das Fahrzeug wieder zu reparieren. Ihr seht, man kann ein bisschen driften, man kann springen, ne? Das kennt man so aus dem ein oder anderen Kart-Racing-Game vor allem, ne? Sag ich mal so. Driften ist ganz cool, gibt Boost. Und ja, das ist so
ein Beispiel jetzt mal ganz kurz nur in der Werkstatt ein bisschen was gezeigt. So. Oh, hoppala, ich habe aus Versehen die Werkstatt so verlassen, dass ich wieder im Hauptmenü war. Ja. Die Karre, die ich jetzt hier gerade habe, die habe ich tatsächlich auch von dem Rivalen. Sorry. Schöner Formel 1 Flitzer. Geil, oder? Man kann auch alles bearbeiten. Man kann den Motorensound bearbeiten. Man kann, keine Ahnung, da leuchtende Sachen anbauen. Man kann wirklich sehr viel. Also sorry, es geht hier um Lego. So, aber ich würde sagen, wir zocken einfach mal weiter. Erstmal ein paar Donuts. Und zwar öffnen wir unsere Map. Und haben hier zwei Rennen. Sandsteinschleife, nee, das haben wir abgeschlossen mit Schwierigkeitsgrad C. Jetzt gehen wir zur Endlosschleife. Kann man sich markieren. Dann weiß man in etwa, wohin man muss. Und dann fahren wir dahin. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Nee, warte mal. Ich muss da über die Brücke, oder? Also das ist irgendwie das... ach so. Eins der wesentlichsten Punkte habe ich noch gar nicht erwähnt. Also wenn ihr die Straße verlasst, zum Beispiel auf Gelände fahrt, dann switcht ihr eure Karre. Und wenn ihr... Alles einschlipper. Und wenn ihr dann... Wenn ihr dann... Selbst vom Gelände oder von der Straße auf Wasser trefft, dann switcht ihr auch auf ein Schiff. So, und ich kann jetzt meine Rennpakete auswählen. Dann kann ich hier drei Layouts bauen. Loadouts. Kann ich auch alle wechseln. Und dann wähle ich aus. Warte mal, so. Dann wähle ich aus für die Straße. Wie war das nochmal? Die haben übrigens rechts oben, seht ihr die Werte. Handling, da gibt es auch eine... Da gibt es auch eine Legende für. Ich weiß gar nicht, wie ich zu der komme. Die hatte ich letztens auf. Naja, aber im Grunde ist Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Handling, Energie. Das ist, wie viel man aushält, wenn man gerammt wird, ehe man zerbröselt. Und dann gibt es noch Gewicht. Was natürlich auch Faktoren hat auf das Renngeschehen. Das ist übrigens auch good to know. Ihr könnt in der Werkstatt alles mögliche draufballern aufs Auto. Aber es wird dann schwerer. So. Jetzt bin ich aber gerade am gucken. Ach ja. Sorry. Wir haben unser Straßenauto, unser Geländeauto und unser Wasserfahrzeug. Und mit RTLT könnt ihr bis zu drei Loadouts, also könnt ihr hin und her switchen. Das heißt, Straßenautos, Formel 1 Wagen, so Gelände. Ah! Nehmen wir den. Ja, Und Wasser nehmen wir das. So, jetzt haben wir das. Ne? Und wenn wir dann auf Gelände wechseln, jetzt haben wir den. Oh, da habe ich Damage. Das ist jetzt der Propeller ab. Und jetzt müsste ich irgendwas umfahren. Ah, habe ich gerade schon. Um dann wieder Reparaturteile zu bekommen. Zum Beispiel der Laternenfall. Ah, ich bin schon wieder voll live. So, wir schnell reisen erstmal hier hin. Jetzt kommen wir zum Rennen. Das wollte ich euch einmal zeigen. Ihr merkt, es geht, also ich kann gar nicht genug erzählen. Es ist wirklich, also es gibt einiges und es ist echt geil. Also ich muss sagen, das hat richtig langfristig Potenzial für beispielsweise, keine Ahnung, weitere Zweitkanalvideos. Oh, Level Up. Stellt euch vor, ist vielleicht jetzt alles noch ein bisschen overwhelming, aber stellt euch vor, ich fahre Rennen gegen andere YouTuberInnen und wir sagen davor, okay, alle haben 10 Minuten Zeit, eine Karre zu bauen und es gibt jedes Mal so ein random generiertes Motto. Zum Beispiel Disney. So, und dann gibt es dafür auch nochmal Punkte oder so. Ja genau, ich fahre da vorne und dann links. Genau, man entdeckt diese Zwischendurch-Events, dafür kriegt man EP und Money und die kann man dann erfüllen oder absolvieren, genau. Hier steht zum Beispiel Düse in 6 Sekunden zur anderen Seite der Oase. Na, Abfahrt, dann nehme ich mal richtig Anlauf. Oh. Zack. So, haben wir jetzt Silber abgeschlossen auf Silber, kriegen dafür auch wieder EP
und Money. Und richtig viel bekommt man dann natürlich für gewonnene Rennen. Aber das so nebenbei. Ich glaube, je nachdem, welche Schwierigkeitsgrad man da, welchen Schwierigkeitsgrad man schafft, gibt es dann auch mehr. Ich weiß nicht, ne, wenn nachher auch, ich spiele ja vor Release, aber wenn dann hier alles, also auch mit Multiplayer, da frage ich mich, begegnet man sich in der Open World oder ist es dann so ein bisschen zum Beispiel wie bei GTA, dass man schon in einer gemeinsamen Welt ist, aber nicht alle Spieler, sondern sind immer dann so bis zu 12, 20 Spielende. Damit hier nicht tausende Leute alles, ne? Ihr versteht, was ich meine. Oder kann man zusammen mit Freunden in einer Lobby sein und frei in der Welt rumfahren? So eine Sachen sind, glaube ich, super spannend. Aha, das ist die nächste Rivalin. Okay. Ja, und dementsprechend, und darauf wollte ich hinaus, wenn man jetzt hier zwischendurch Events abschließt, gibt es dann auch eine Highscore online? Ich glaube, es wäre echt cool, dass man da so sieht, zum Beispiel eine Freundes-Highscore, je nachdem, welche Freunde man auf Steam oder bei 2K hat, und dann auch eine weltweite oder eine deutschlandweite oder wie auch immer Highscore. So, wir fahren das Rennen. Preise für Platz 1. Können wir uns mal anschauen. Wir kriegen so eine Fahne. Wir kriegen 150 EP und 100 Dollar. Okay, ich glaube, die anderen Rennen haben mehr gebracht. Ah, das waren dann... Ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an. Und wir bekommen ein Rennpaket. Junge, was hat die denn für eine Karre? Ja, das hätte ich vielleicht auch noch sagen sollen. Also, die Karren, die ihr natürlich von euren Rivalen bekommt, da sind natürlich auch Steine dabei. Ja? Also, umso weiter ihr auch die Story zockt, umso besser für euch. Ja? Finde ich sehr nice. Also, ist schon ein geiles Konzept, all in all. Beim Shop, finde ich, muss man gucken. Ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, ey, bei Vollpreistitel, da gebe ich jetzt nicht nur im Online-Shop hier Knete aus. So, zum Glück muss man es nicht. Also man hat wirklich keine Nachteile. Aber wenn man richtig Bock hat auf Bauen und noch mehr Steine und was weiß ich, dann kann man da natürlich die Limits austesten. Das stimmt, Parker. Die Messlatte lag mal sehr hoch und mal sehr tief. Ich muss unbedingt... Alter, was? Also man kann wirklich... Ich muss einmal in die Audio-Settings gehen. Die Stimmen sind irgendwie ultra leise. Stimmlautstärke 100? Hä? Okay, es kann sein, dass das bei der Vorabversion irgendwie noch ein bisschen... Das ist mir schon mal aufgefallen. Ich glaube, es könnte noch ein bisschen unausgeglichen sein oder mal zu leise sein, so ein kleiner Bug. Okay. Ja, ich spiele jetzt zwar über eine Woche, also ich habe den Code hier bekommen, 2 Wochen vor Release. Okay, Abfahrt. So. So, jetzt seht ihr mal das erste Rennen. Und da wurde schon ordentlich gerödelt. Okay. Immer schön boosten, weil für Drift und für Sprünge und wenn ihr was kaputt macht und so, bekommt ihr natürlich auch eine Rakete. Abfahrt. Boom. Oh, der hat ein Schild. Zack, Junge. Und das ist das Geile. Wenn man Gegner trifft, kriegt man auch EP und Money. Ist echt cool. Also finde ich, ist ein cooles Konzept. Auch wenn es wenig ist. Aber es ist einfach satisfying. So, Platz 5. Zack. Schnappen wir mal möglichst viel weg. Jetzt teleportieren wir uns nach vorne. Ist auch wild. Oh, shit. Aber oh, das war leider in der Kurve. Platz 3. Sie ist witzigerweise auf Platz 2 nur. Okay, Rakete, sehr gut. Ja, ich erwische sie, das ist sehr gut. Ah, leider nicht getroffen, oder? Doch. Ah, shit. Bin ja ein bisschen im Gras. Okay, noch eine Runde hier nach. Respawn, sehr gut. Oh, er ist leider reingefahren. Oh, krass, der ist komplett zerfetzt, glaube ich. Ich habe hier nur Geländewagen übrigens die ganze Zeit. Ah, hätte ich auch nach hinten schießen können. Oh, der hätte springen sollen. Ich glaube, wenn man da springt... Ja, mein... Ihr merkt, meine Karre ist nicht sehr schnell. Aber dafür halt sehr thick.
So, der kriegt jetzt ein bisschen... Jetzt muss ich Gas geben. So, nach hinten hier. Damit ist sie weg. Und jetzt... Ah! Puh! Sind wir tatsächlich noch auf Platz 1 gekommen. Geil. Das ist übrigens mein Charakter. Richtig average Dude. Und da freut er sich. Und die vierte Flagge. Und sorry, aber was ist das für eine geile Karre? Rivale besiegt, Dr. Fastro. Ich muss euch wirklich, also ich sag euch, die erste halbe Stunde von der Story ist hilarious. Die labern so ein Müll. Aber im positiven Sinne. Er ist einfach nur wunderschön. So. Okay, cool. Ich glaube, ich würde zu der Karre switchen. Es ist auch irgendwie nice, so man... Es ist so geil in Rennspielen, wenn man einfach die Karre vom Rivalen bekommt. Das ist wie wenn man Yu-Gi-Oh! Spielt und man gewinnt das Deck vom Gegner. Einfach nur geil. So, gib die Fahne halt die Backen. Du bist da draußen Risiken eingegangen, die ich niemals gewagt hätte. Das muss die fehlende Variable sein. Ja, die haben natürlich alle einen speziellen Charakter und so. Oh, sorry. Das ist unser Trainer. Clutch Racington. Denn das musst du ins nächste Rennen mitnehmen. Hoppala. Diese Zielflagge ist von höchster Qualität. Ich werde sie sorgfältig aufbewahren. Und das ist unser Assistent, der erklärt alles. Damit du in der sandsteinweiten Grand Prix Arena mitfahren kannst. Ach so, genau. Hey, tust du mir einen Gefallen? Schaust du mal bei meinem Team vorbei. Jemand oder etwas versucht unser Geheimprojekt zu zerstören. Genau, gibt auch immer Missionen. Herausfinden, wer oder was dahinter steckt. Gibt auch Missionen, etc. Können wir jetzt auch direkt mal machen. Roboterinversion, Verteidigung. Gibt ja auch Minispiele. Ja, was glaube ich auch nochmal gut zu erklären ist, wenn ich mal rüber wechsle, ihr seht rechts unten, zu wie viel Prozent wir die Sandsteinweiten, das ist dieses braune Areal hier. Ne, sind auch immer schön, Design, verschiedene Biome und so weiter. Zu wie viel Prozent wir das abgeschlossen haben? 4%. Ich habe da schon einiges gemacht. 4%. Da kann aber auch mit inbegriffen sein, dass wir zum Beispiel alles auf Goldstufe erledigen. I don't know. Auf jeden Fall, wir sammeln hier Flaggen, um dann, wenn wir 8 haben, hier das Finale zu fahren. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, nur die Tutorial-Insel. Aber ja, theoretisch haben wir da auch noch was zu tun. Okay. Zurück geht's. Ich würde jetzt erstmal den switchen zu dem. Geil, ne? Alter. Okay. Begib dich zur Astralfarm östlich der endlosen Aussicht und sieh nach Dr. Fastros Projekt. Sehr gerne. Ach so! Guck mal. Habt ihr gesehen? Hier oben sind Geldscheine. Das heißt, es gibt da immer mal wieder, unabhängig von irgendwelchen Events, Vorkommnisse in der Welt. Ja, da hätte ich boosten sollen. Wo man halt Kohle sammeln kann. Also, ihr merkt, so seitdem ich jetzt aufnehme, obwohl ich kaum zocke und euch erstmal nur super viele saftige Koteletts an die Backe laber, habe ich schon 500 Tacken hier verdient. Oh, ist das euer Ernst? Ja, ich bin ja bei sowas ja auch immer leider zu ehrgeizig. Ah, shit. Na gut. So, Abfahrt. Da sind wir hin. Und man trifft immer wieder am Wegesrand auch Charaktere, mit denen kann man sprechen. Da ist eine Kuh. Weißt du, was Dr. Fastros Geheimprojekt ist? Leider nein, Parker. Aber... Die beiden sind quasi die KommentatorInnen. Also Parker und Vicky, die leiten immer so die Matches ein, die labern doch so viel Kacke. Wunderschön. Quasi so Racing-Kommentatorinnen. Ich hoffe, es geht der Sache mit den langsamen Fußgängern hier endlich auf den Grund. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, hier ist irgendwas. Hoppala. Da können wir reinfahren, hier laufen die Polizisten umher. Preis für erster Platz. 1000! Ach ja. Und ich habe noch was nicht erklärt. Es gibt echt einiges in dem Game. Und wir kriegen irgendwelche Sticker oder so? Für die Werkstatt?
Warte, zeige ich euch das vorher. Wenn wir so ein Auto auswählen. War das hier? Nee, wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Max Musterstein. Nee, dann war das hier. Karriere? Nee, das sind unsere Stats. Glossar? Nee. Ich krieg's gerade nicht rein. Auf jeden Fall verdienen wir uns auch Upgrades, wodurch unsere Karren besser werden und so weiter. Was sollen wir machen? Y sind immer die Regeln. Besiege 3 Wellen von Gegnern. Krache in Gegner. Power-Ups zerstören mehr Gegner. Rette die Generatoren und erreiche die Zielpunktzahl. Okay. Hoppala, ich hab's aus Versehen nochmal gedrückt. Dann Abfahrt. Okay, also ich soll die überfahren und Power-Ups irgendwie aktivieren, einsammeln. Es könnten bloß Kühe sein. Oder etwas weitaus Schlimmeres. Oder der Wind. Aha, das sind die Punkte, die ich verteidigen soll. Dann hole ich mir mal ein Power-Up. Es sind keine Kühe. Irgendwas da ist. Da sind Aliens. Sind weg mit euch. Roboter! Zertrümmer sie, bevor sie alle 3 Generatoren ruinieren. Uiuiui. Ey, das sind ja einige. Hallo, Dr. Pestrum. Holy ein shit. Wird abgebrochen. Gut, dass wir eine dicke Karre haben. Aber ich glaube, wir brauchen auch unbedingt Upgrades, wa? Was ist, wenn die ankommen? Ist das dolle schlimm? Ich bin kein Verkehrshütchen. Ich bin du. Ich bin Zukunfts-Jetty. Bitte was? Tritt jetzt bitte zurück, damit ich nicht versehentlich auf der Zeit lösche. Ach so. Ich kann die aktivieren, wenn ich die einsammle. Ach so. So, den machen wir nochmal so. Ha! Ach, der macht das bei uns. Krass, wir kriegen auch Damage. Da ist noch einer. Welle abgeschlossen. Gut. Du willst ich aus der Zukunft sein? Ich klinge doch gar nicht so. So normal. Das bin ich. Und so klingst du. B hat am meisten kassiert. Und wenn ich dich nicht aufhalte, musst du auch so aussehen. Oh lol, okay, auf B. Ich bin es sauber und nach Plan. Oh Gott, einige. Ah, gut, dass wir eine große Karre haben. Stell euch vor, wir wären nur so ein kleiner Flitzer jetzt. Ich muss einfach hier auf dem Weg fahren, merke ich gerade. Oder? Ah, nee, nicht ganz. Shit. Ja, wir sind nicht... Also, Handling ist nicht so geil. Ich hole nochmal ein Upgrade. Schön. Das hat gewirkt. Da sind noch welche, ne? Eieiei. Ach so, auf der Minimap sieht man natürlich auch, wo die sind. Schön. Wenn du wirklich was Gutes tun willst, setz diesen Nichtsnutz-Shadow-Z auf eine Rakete und schieß ihn zur Sonne. Shadow-Z nervt also immer noch? Das ist übrigens auch das... Das erste... Minispiel, was ich in dem Game zocke. Ich find's echt geil. Also dafür, dass es ein Racing-Game ist, sowas nebenbei... Und dann collectet man auch noch mehr Sachen und so, ne? Also, finde ich schon stark. Finde ich stark. Ich glaube, das Spiel kann richtiger Kracher werden. Also allgemein. Ich glaube, das werden viele spielen. Auch das, weil das Gesamtkonzept hat echt krass viel Potenzial. Holy shit, was ist denn hier los, Leute? Das ist nicht nett. Ich kenne mich aus. Oh, ich bin richtig zerbröselt gerade. Nee, hör mal auf. B hat am meisten kassiert. Ja, ja, ja. Die haben wir auch noch abgeräumt. Das ist letzte Welle. So, den können wir noch wegmachen. Schön. Oh, interessant. Jetzt bin ich eine Top-Pflanze. Versuchst du, faire Verhältnisse zu schaffen? Erstens, ist das gemein. Zweitens, klingt das, als wäre das dein Problem. So. Das war's, ne? Geil. Gerettete Generatoren 3, zerstörte Gegner 144. Okay. Kürzere Automorph-Verzögerung. Schall 23. Ach, das ist ein Sound, oder was? Okay.
Ja, wir schalten viel Zeug frei. Aber auch geil. Ey, zum Beispiel bei so Call of Duty Warzone, ne? Da schaltet man so viel Müll frei. Ohne Witz. Oh, da gibt es so viel Kram, den man nicht will, finde ich. Aber hier ist ja, hier ist es so, man schaltet so viel Zeug für die Werkstatt frei und das ist ja nur gut. Das ist ja nur gut, weil das zeichnet ja Lego aus, dass man richtig viel kreative Freiheit hat. Gute Arbeit mit den Robotern, Champ. Jetzt musst du noch ein paar EP verdienen, um weiterzukommen. Okay, weil die nächsten Rennen sind dann wahrscheinlich... hier ist noch eine Mission. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich in den Süden fahren, um neue Rennen zu entdecken und dann auch die geeignete Stufe zu haben. So, wir haben... Finde zwischendurch Events... ich muss erstmal Stufe 6 erreichen, dann werden die Rennen überhaupt erst aufgedeckt. Verstehe. Guck mal, da oben fliegt auch irgendwas rum. Okay, krass, was ist da? Warte mal. Hä, was ist das alles? Ich habe ganz früher Windows 98 Lego Insel irgendwas gespielt. Ach, shit. Ich glaube, da brauche ich einen Flitzer. Kann das sein? Oh, scheiße, der eine Reifen ist ab. Dafür fahre ich dich über. Du wirst mein neuer Reifen. Zack. Geil. Ich glaube, ich brauche mehr Anlauf. Kann das? Kann das sein? Oh, nicht ganz. Nee, ich schaff's nicht. Okay. Aber was wir mal machen können... wir fahren einfach mal in den Süden, I guess. Und... Guck mal, da wäre auch noch irgendwas. Also, es gibt viel zu tun. Habe ich das schon erwähnt? das hatten wir schon gemacht. So, wir brettern in den Süden. Oh, jetzt sind wir auch ein bisschen schneller. Oh, hier sind Dinos. Was? Was will er? Oh. Okay, der ist stabil. Regenbogenstein? Hatte ich noch nicht. Okay. Was wollte ich sagen? Genau, eine Sache. Wir haben ja jetzt recht viel Kohle. Soll ich mal in den Shop... Und mir mal da was kaufen? Also es sind ja eigentlich nur Platzhalter, glaube ich. Wir haben 3000? Hä, haben wir nicht viel mehr? Hatten wir nicht mehr? 4400. Muss ich das irgendwie erst abchecken? Also. Hä? Ah, jetzt. Okay. So, 4700. Können wir dafür mal irgendwas kaufen? Hier. Nee, Deko-Pack. Okay, fängt bei so 6000. Nee, hier, guck mal. Für 1000. Schönes Bootshaus. Was ist das? Ah, man kann auch Code anhören. Eine andere Hupe, okay. Wohnmobil. Auch geil. Hoodpack. Hier ein schöner Hotdog. Gibt ja... Okay, es gibt ja echt einiges Heilige. Schöner Truck. Boah. Alter. Wasser. Ja, ich glaube, das Hausboot für 1000, das können wir mal angehen, oder? Oder einen coolen Fahrer. McQuiggles. Tommy Free? Alter, ein Alien. Hupen. Okay. Wir holen uns mal das. Zack. So, dann haben wir das mal auch getestet. Ja. Geil. Das ist bestimmt richtig kacke. Also, ist wahrscheinlich ultra slow. So, jetzt will ich eigentlich auf Wasser, aber gut. So, was hast du?
Diese verrückten Piloten werfen überall Minen ab. Meinst du, du schaffst trotzdem 3 Runden? Weiche den Minen aus und schließe 3 Runden ab. Ja, gern. Wo muss ich lang? Da lang. Oh. Ja, man kann ja hüpfen. Oh. Ah, ich muss einfach überleben, ne? Scheiße, guck dir das an! Junge! Und jetzt stellt euch den Multiplayer vor. Huch. Ach so. Ach, es geht auf... Oh Gott. No. Geht das irgendwie auf Zeit? Ja. Oh shit. Oh shit. Ja, ich glaube, wenn man sich einmal erwischen lässt, dann war es das schon, ne? Ja, ich glaube, das muss ich nochmal machen. Ach Gott, die Karre ist wirklich... I mean, sie ist gut, wenn man Aliens abwehren muss, glaube ich. Aber wenn es hier um kurvenreiche Segmente geht... Oh Gott, genau in die Fahrt geworfen. Dann schwierig, ja. So, ich muss mich mal eben hier wieder zusammensetzen. So, wa? Immer noch nicht. Hier der Baum. Ja, trotzdem Levelaufstieg. Du hast das nächste erforderliche Level erreicht. Ich denke, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für einen Szenenwechsel. Was sagst du, Stud? Oh, bitte, 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 bitte. Habe ich schon bitte gesagt? Na gut. Öffne deine Karte, such die Werkstatt im Prospektotal und lass uns wieder Rennen fahren. Drücke. Prospektotal. Neue Area. Geil. So, dann seht ihr auch mal. Das ist das Prospektotal. Die Heimat von Goldsuchern und anderen Hoffnungsfrohen. Mhm. Also, wo ist die Werkstatt? Ja, weil man kann sich ja nur von Werkstatt zu Werkstatt teleportieren. Und deswegen habe ich noch nicht verstanden, wie man denn überhaupt neue Gebiete da jetzt das erste Mal hingelangt, weil die sind ja offensichtlich auch nicht miteinander connected, wie ihr da so seht, ne? Ah, da ist sie ja. Okay, also, wenn du bereit für das Prospektotal bist, mach eine Okay, ab einem gewissen Level kann man da einfach hinreisen. Aber ihr seht, ne, ich war jetzt noch lang nicht fertig. Aber wir gehen trotzdem mal in ein neues Biom. Dann seht ihr auch mal ein bisschen was anderes. Und dann fahren wir noch ein Rennen. Das ist das Prospektotal, Champion. Und was für ein Tal das ist. Üppig und grün, mit viel Platz für Rennen. Mhm. Die Leute hier sind gute Menschen. Einige arbeiten im Sägewerk. Oh, der sieht nicht so gut aus. Andere bewirtschaften ihr Land. Einfache Leute mit einfachen Bedürfnissen. Bis auf eine kleine Sache. Neben dem Rennsport. Hier sieht man schon ein paar Rivalen. Vor allem nach einem verrückt. Gold. Gold, und sie würden alles tun, um es zu machen. Alter, richtiger Hillibilly, geil. Oder dieser kleine Kerl hier, nicht wahr? Oh ja, aber dann musst du mich erstmal einholen. Hoho. Gut. Ist beschäftigt. Also habe ich ein paar Rennen auf der Karte markiert. Du kannst zwischen mittendurch, auf der Farm oder Goldrausch wählen. Das war's fürs Erste. Um ungefähr so zu klingen wie Klatsch. Mach dich vom Acker, Renntalent. Super. Okay. Neue Rivale, Rivale Rusty Nuggets. das hier? Ankis Autoteile? Genau, aber da komme ich ja jederzeit hin, ne? Okay. Ich kann ja auch einfach hier übers Menü immer rein. Aber in die Werkstatt auch, oder? Ne, in die Werkstatt nicht. Hm. Na gut. Okay. Dann würde ich sagen... Fahren wir mal hier hin. Oh. Fahren wir mit dem Auto. Mit dem Schiff. Dann sehen wir mal unser neues Boot. Zack. Haha! Hä, wo sitzt der denn? Draußen auf dem Schemel. Oh Gott. Aha. Aha. Ich krall mir alles auf den Sieg. Hoppala. So, was geht hier? Ah, das ist Schmuggler-Sally. Ich würde gerne den Hillibilly. Der ist bestimmt bei Goldrausch. Ja, heute ja. Bin ich in Rennlaune. Alles klar, Girl. Ja, mein Geländeauto. Soll ich das mal wechseln? Ich habe das Gefühl, für Rennen ist das nicht so gut. Aber man kann ja immer schön hin und her switchen. Hier, ich nehme mal den. Ja. Mhm.
Boah, Junge, ey. Boah, Alter. Ja, der ist ein bisschen schneller. Aber wahrscheinlich auch geht er schneller in alle Einzelteile. Zerfällt er schnell in alle Einzelteile. So, hier mussten wir, glaube ich, hoch, wa? Zack. Es ist ein geiles Game. Also wirklich, ich glaube, das kann richtig langfristig was richtig Geiles werden. Also ich sehe uns auch einfach mit SGH-Kan oder generell, ich meine, irgendwelche Invitationals, auch für den Hauptkanal. Ich glaube, das hat so viel Potenzial für coole Videos. Weil, ja, Lego ist Kreativität pur. Also werden die Videos potenziell damit Kreativität pur. Also man kann ja hier bauen, was man will. Man kann auch irgendeinen heftigen Todesstern bauen oder was weiß ich. So, was labert ihr? Was ist die gute Nachricht? Ach, der ist noch nicht frei. Goldrausch. Goldsucherrettung sollen wir erst machen. Ja, das haben die wahrscheinlich gerade gesagt, wa? Nur ist richtige Cowboy-Stadt. Also quasi freundliche, unterhaltsame Cowboys? Vielleicht sogar hilfsbereit? Alter, oh, die haben auch coole Autos. Alter, ein Trecker. Aggressiv und außer Kontrolle. Die Stadt können wir komplett abschreiben. Eine Sache. Man kann in der Werkstatt auch Dinge nach Anleitung bauen. Also, kennt ihr vielleicht, wenn ihr ein Lego-Set kauft, dann habt ihr ja eine richtig geile Anleitung, so Step-by-Step. Und das gibt es auch hier digital. Dann könnt ihr Sachen nachbauen. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Karre von dem Rivalen bekommen, ich habe zum Beispiel für diesen Formel-1-Flitzer eine Anleitung zum Nachbauen in der Werkstatt, wenn ich darauf Bock habe. Und dann kann ich natürlich auch währenddessen Dinge anders machen, I guess. Beziehungsweise, ich glaube, ich kriege da auch Belohnungen dafür. Wie auch immer. Geil, wir kriegen Skin. Für unseren Fahrer. Nice. Okay, und 1000 Money. Abfahrt. Wenn du umzingelt wirst, dann kommen wir mit einem Sprung. Oh, ach so. Ich habe jetzt gar nicht mehr die Regeln angeschaut. Rette die Dorfleute. Okay, denk dran, das sind meine Babys und sie sind sehr teuer. Also geh bitte vorsichtig damit um. Was ist das hier? Hä, ist ein Zug oder was? What? Ein Geisterzug? Ach so. Was soll man mit dem machen? Ach, die steigen ein. Man muss parken. Hallo. Digga, was labert er? Warte mal. Ist das ein Key für Pakete? LOL, hat er mir gerade einen Key gesagt? Alles klar. Zum Einlösen? Das ist witzig. Oh. Ach, die slowen ein. So, die liefere ich ab. Wie viel soll ich abliefern? Nimm dich vor semiphasigen Quantenanomalien in Acht. Also vor Geistern. Berühre sie nicht. Sie sind ein Bad. Steigt ein! Siehst du? Tja, sie lassen heute für immer verschwinden. Steigt ein! Jawohl. Mehr. Okay, die dürfen einen nicht zu lange slowen. Oh. Wen soll ich denn alles... Oh, da ist dieser Geisterzug. Ach, der gibt ein Upgrade. Okay. Du bist eine Rettungsmaschine. Damit slow ich alle. Hier kann ich meinen Baum umfahren. Kriege ich neue Teile. Oh Gott, der zerbröselt mich. Oh, neue Teile. Reparieren. Ich glaube, diese Person wollte gerettet werden. Ja, ich tue mein Bestes. Wie viel soll ich denn retten? So viel ich kann in der Zeit? Wahrscheinlich, wa? Der Zug. Oh, der Zug. Okay, da ist noch jemand. Oh Gott, ich habe nur einen Unterbau. Hä? Jetzt habe ich wieder ein paar Sachen. So. Hä? Ach so, mein Straßenauto ist komplett kaputt. Sag mal, dahin gibt es ja auch noch einiges, ne? So. Ja, spring doch drauf. Hm. Da, guck mal, da ist einiges. Kommt her. Kommt, schnell. Ja. Oh, shit.
Aber da gibt es einiges zu holen. Komm rein. Abfahrt. Komm rein. Komm rein! Ah! Oh, den habe ich umgebracht. Okay, die setze ich nochmal ab. Da sind einige. Hey, die chillen alle. Eine Sekunde. Nein! Du hast also ein paar Leute gerettet, aber meine Automatronik-Cowboys ruiniert? Sind da noch mehr? Wir überfahren sie gern. Euch fehlt jegliche technische Vision. So, seht ihr wieder die Minimap. So, jetzt haben wir den freigeschaltet. Dann machen wir den jetzt nackig. Und Skin, der Yeehaw-Bot. Yeehaw! Prospecto Valley. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass so nach und nach vielleicht neue Gebiete dazu rein implementiert werden. Das ist so ein richtiges... Deswegen, ich finde... Also... Ich finde, es ist ein Spiel, was richtig nice als Produkt ist, so es ongoing zu bespielen. Deswegen finde ich eigentlich gut, dass es so einen Shop hat, weil es dann einfach immer wieder Neues gibt. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau, ich wollte meinen Skin wechseln. Zum Yeehaw-Bot. Geil. Okay, jetzt gehen wir zu ihm. Du sollst das Wort nicht sagen, Stud, sondern nur zwinkern. Hoppala. Ja, aber genau, ich wollte noch ein Aber sagen. Aber Vollpreis plus dicker Shop, das macht irgendwie zum Anfang, hinterlasst so ein, weiß ich nicht. Ja, du bezahlst schon 60 Euro, ne? Ich glaube, je nachdem, welche Plattform. Zack. Ja, 60 Euro. Und dann ist da ein fetter Shop, so, da denkt man sich erstmal, ne? Ist eigentlich, ja. Durch die ganzen Kurven. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, man muss es ja nicht machen. Es ist optional. Und es ist cool, wenn man das Geld hat und es ausgeben möchte, um ongoing Content zu haben. Ne? Hat Fortnite halt erfunden, so dieses Konzept, und ist halt seitdem wirklich, ja, alle, also ist einfach ein nice Konzept. Die Karre will ich. Ach, okay, aber ich habe jetzt... Okay, gut, dass ich jetzt den Flitzer habe. Ah, habe ich die erwischt? Nee, wa? Hau ab, zack. Abfahrt. Oh, da ist ein dickes Goldnugget. Lol. Oh nein, das war bad. Wo ist der Goldnugget-Boy? Ich bin gar nicht so schnell. Ich dachte, ich wäre schneller. Oh, fahr nicht durch da. Ach, es gibt da unterschiedlich farbene Power-Ups. Ich komme gar nicht klar. Krass. Hey, die sind viel schneller. Ah, ich teleportiere mich nach vorne. Zack, erwischt. Jetzt bin ich Platz 3. Und er ist hinter mir übrigens. Der ist Platz 5. Noob. So, Spinnennetz. Oh, da ist er. Hat kassiert. Yeah! Ach so, war nicht letzte. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Nein. Oh komm. Gönn, 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 gönn. Das wird knapp. Noch eine Runde. Nee, ist letzte. Abfahrt. Oh. Boah, das sah zwischenzeitlich nicht gut aus. Jetzt freut er sich wieder. Ja, geil. Ja, nice. So, 5 Flaggen. Und das ist mein Apparat. Geil.
Und allein so dieser Bohrer zum Beispiel, den habe ich jetzt freigeschaltet. Oder die Schaufeln. Kann man übel viel Scheiße mitbauen. Zerstörungsenergie. Rusty Nuggets besiegt. Das alte Nugget. Eingehende Nachricht vom Klatschturm. Das ist jetzt viel, viel lauter. Super Renntalent. Heimse weiter Zielflaggen ein, wie du es gelernt hast. Dann sind wir in 0, nichts im Sky. Ja, es wird safe noch gebalanced. Mach ich mir gar keine Gedanken. Das ist mein kleiner Hund. Er heißt Fiedel. Ah, Fiedel. Mag er gerne Musik? Nein, er hat mein Banjo zerkaut. Oh, ja, sowas machst du, Fiedel, was? Wer mag das Banjo? Ja, wer? Wer mag das Banjo? Naja, jetzt störe ich dich mal nicht länger. Oh, Moment, ich sollte dir wohl noch einen Rat geben, was? Ich hab einen. Hab immer den Preis vor Augen. Okay, das sollte reichen. Nein, nicht Fiedel! Bleib vom Klavier weg! Pfui! Pfui! Also, ist manchmal Hit or Miss, ne? Aber tendenziell muss ich sagen, der Lego-Spiele-Humor ist schon echt... Kann man gut machen. So, 5000 Tacken. Schon wieder? Hä, wir haben gerade 1000 ausgegeben. Also, es geht. Da war ich wohl nicht schnell genug. Nice. Alter, wie die alle hacken. Das hast du verdient. Okay, Leute. Jetzt bleib bescheiden und behalte die Meisterschaft im Blick. Mach ich. Du hast eine weitere Zielflagge bekommen. Nur noch ein paar mehr, dann hast du Zugang zur sandsteinweiten Grand Brick Arena. Sandsteinweiten ist übrigens das alte Gebiet. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr das Spiel vorbestellen wollt, wenn ihr es spielen wollt, geht in die Videobeschreibung. Da ist ein Link. Gönnt euch das. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüssi.